May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Dual Live Commentary und hier ist wieder krasse Action, weil wir endlich mal wieder zusammen ein Video machen. Genau. Deswegen genau, schon ewig lang her und ja. Ja, und dann würde ich mal sagen, legen wir jetzt los. Irgendwie so. Was spielen wir denn? Ja, hier ist der Quert, by the way, für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Das sollte ja klar sein. Naja. Ja, hoffe ich. Irgendwie. So, man kann ja nie wissen. Wir haben jetzt die Auswahl hier, so krass, zwischen... Wir könnten natürlich hier legendärer Showdown spielen. Hä? Meinst du? Okay, machen wir mal. Weißt du, was du liebst? Was hältst du eigentlich von dem legendären Showdown? Ich hab bis jetzt nur einmal... Ja, ist ja wirklich legendärer Showdown, ich mach noch Scherze. Scheiße. I don't know it. I play this game on English. But I think... Bill, hier, I do play this game on German and here it says... legendärer Showdown. Oh, that sound bad. Sounds not optimal. Okay. Very, very bad translation. Yes, of course. Okay. But okay. I've played it one or two games, not so long, and I think it's quite funny, but not the best version, because everybody is running around with AR or yeah. A power weapon. And this is my problem too. So especially the starting weapon AR, I think is very a bad idea, because it always happens to me that I don't have any balanced games, and well, one team always has all the BRs and power weapons on the map, and the other team gets crushed. Yes. This is what happens to me all the time. That's my problem. Sometimes I'm on the crushing team and sometimes I'm on the team I get crushed on. Yes. That's the case. But we have to do something against it. So we should... Yeah, I totally agree. Okay. Ich glaube, wir sollten wirklich Deutsch weiterreden. Das wird ja ganz schlimm hier. Ja. Wollen wir schauen, hoffentlich habe ich nicht schon wieder eine Moderate. Nein, meine NRT ist offen. Das ist voll wunderlich. Ich habe ja meinen PC hier, sonst könnte ich ja gerade nicht aufnehmen. Und der ist ja über eine Switch mit der Xbox verbunden und das zusammen geht in den Router. So, jetzt ist aber die Sache, wenn ich als erstes meinen PC starte und dann meine Xbox, dann habe ich auf der Xbox immer moderates Netzwerk. Das ist bei mir ganz genauso. Ich habe das ja auch so ähnlich aufgebaut hier. Ja, und dann weißt du, dann ziehe ich jetzt inzwischen einfach immer die Connection vom PC ganz so, einfach tschüss, damit ich keine Moderate habe, einfach so, ach, scheiß drauf. Das ist, ich verstehe halt vor allem den Sinn nicht, und was ich mich frage ist, ob wenn ich jetzt die Xbox als erste starte, ob ich dann am PC Moderat habe, weil das wäre irgendwie sinnvoll, so. Ich glaube, das Ganze ist ja irgendwie zurückzuführen auf irgendeinen scheiß IP-Adressen-Konflikt oder so, wurde mir irgendwann mal angezeigt, aber bin nicht so ganz dahinter gekommen, wie ich den behebe. Wir finden hier gerade irgendwie nichts. Ja, wie viel haben denn da eigentlich gerade gespielt? 150 nur. Not the optimal number. Very wunderlich. Das denke ich aber auch. Das ist die Frage. Oh, ich habe eine Nachricht. Sollten wir weitersuchen oder nicht? Der New Psycho möchte sie in einer Party. Oh. Okay. Party beitreten. Wow, ich bin schon drin. Wer hätte es gedacht? Hey, wir haben Sommer Hermelin. Hallo Sommer Hermelin. Oh, tatsächlich. René. So. Okay. Sollen wir vielleicht doch auf Infinity Slayer wechseln? Ja, hatte ich mir gerade auch überlegt. Sounds smart. Wie viel spielen denn überhaupt legendären Showdown? Höchstwahrscheinlich wieder ein wenig. Wie gesagt, habe ich 100, 150 oder so.
Und was ich auch nicht verstehe, was mir einfach komplett schleierhaft ist, warum wir endlich nicht mal in Infinity Showdown die ganzen richtig geilen Forge Island Maps bekommen. Ich meine, da haben sie extra so eine komische Auswahl-Playlist gemacht und jetzt kommt wieder nichts. Ja. Wo ist denn der Sinn? Wo sind die denn alle hin? Wurden die überhaupt, wofür war der Test überhaupt da, wenn sie trotzdem nicht drankommen? Bin verwirrt. Ich weiß es nicht. Alles sehr komisch und seltsam und mysteriös. Ja. Sehr wunderlich. Habt ihr jetzt eigentlich schon Ferien? Ja, seit Freitag. Ist very great. Weil das Wetter ist super geil und voll warm und wir ja. Die ganze auf Achse und ja, wir haben jetzt auch irgendwie 2 Tage waren wir unterwegs und so in Düsseldorf und am Rhein und so. Und das Tolle ist, wir hatten jemanden, der uns fährt und hatten quasi immer ein Auto und fahren mal uns Ersatz und das ist voll toll. Das ist natürlich geil. Ja gut, ich in München habe ja so, dass wir bei uns sind die Öffentlichen ja eigentlich die überall hin, sonst wo, bla, und auch alle im 10-Minuten-Takt. Ich glaube, obwohl bei dir ist ja eigentlich auch ganz gut mit den Öffentlichen, oder? Ja, aber es ist trotzdem entspannter mit dem Auto so. Ja, gut, allem, bestimmt natürlich. Vor allem, wenn du dann am Rhein bist und von da aus eigentlich nach Laufen müsstest oder mit dem Fahrrad oder so und dann fährst du einmal mit dem Auto zurück und wirst da direkt vor dein Haus gebracht und so, das ist ziemlich praktisch. Und okay, das ist natürlich geil. Vor allem bei Nacht zu fahren im Sommer ist ja so geil, ne? Ohne Scheiß. Diese laue Sommerluft. Hast du jetzt eigentlich schon den Führerschein? Nee, ich nicht. Oder machst du den gerade? Nee, ich mach den wahrscheinlich irgendwie nach den Sommerferien, fange ich dann mal an. Ach so. Okay. Und dann habe ich den spätestens, wenn ich 18 bin schon. Und dann vorher brauche ich den eh nicht, deswegen. Ach, ne, ja. Von daher, passt schon. Ja, gut, das stimmt. The problem is the money. Hm? I see. Ja, ich war selbst blöd. Meine Mom hätte ihn mir bezahlt, aber ich hatte keine Lust, ihn zu machen. Gut. Und jetzt müsste ich ihn selbst zahlen. So, jetzt geht's hier endlich mal los nach 7 Minuten. Ja. Das machen wir schon krass. Ja, hier, schlussendlich. Ich frage mich, warum haben wir eigentlich nichts gefunden? Ich weiß es nicht. Ich meine... Warum wollten sie jetzt lieber... Ach, egal, ich frag gar nicht. Ich weiß auch nicht, aber ich mag eigentlich beide Maps nicht. Ich mag sowohl Opus, also Opus ist jetzt nicht schlecht, aber ich find's ja auch nicht so geil. Und Simplex ist eine richtig geile Map, aber ich habe sie schon so oft gesehen, dass ich sie nicht mehr sehen kann. Ich kriege jedes Mal das Kotzen, wenn ich diese Map sehe. Ja, das, und ich verstehe einfach nicht, in der Forge Island Playlist waren so geile Maps zum Teil, aber nein. Sind alle weg irgendwie. Dieses Pseudo Narrows Remake fand ich ganz toll. Habe ich aber seither auch nicht. Oh mehr. Ja. Naja. Ich glaube, das gibt's das in Team Throwdown? Team Throwdown ist ja gar nicht so die einzige. Frag mich Welt, nicht nach Competitive, da bin ich also. In letzter Zeit hätte ich sogar wirklich mal wieder Lust, ein Team aufzustellen. Ja, aber das ist so anstrengend. Ja, ich weiß, du musst dich dann wieder alle Callouts und Waffen spawnen und shit dann. Ja. So viel entspannter ist. Nein, René! Alter! Er ist tot. Hey, hier steht irgendwie unsichtbar rum. Hilfe, ich sehe dich doch. Der ist AFK und unsichtbar. Nein, der ist nicht AFK. Oh Gott, da ist noch einer wohne Schoss irgendwo. Oh fuck. Wow, mein Aim. Krass. So. Kopfgeld. Wow. Wow, fuck. Grenade. Ran. So. Oh. Haben die Simplex jetzt schon wieder umgebaut? Tot. Alter, das ist ja komisch. Ja, das ist aber schon länger, glaube ich. Also, ich weiß nicht. Echt? Oh, ja. Oder? Gut, keine Ahnung. Ich habe Simplex jetzt in letzter nicht so viel gespielt. Genauso wenig wie Haven. Weil ich irgendwie die ganze Zeit, entweder habe ich Capture the Flag gespielt und dann kommt das eigentlich nicht dran. Und oder. Na. Oder Dings. Scheiße, meine Munition geht mir aus. Big Team. Scheiß. Das stimmt, ja. Ich habe letzte Zeit auch endlich Big Team gespielt. Wobei ich jetzt eigentlich in der näheren letzten Zeit wieder weniger gespielt habe. Ja, gut, in der letzten Woche so. Habe ich wieder ein bisschen angefangen, irgendwie auch mal andere Sachen zu playen. Ich bin in letzter Zeit wieder voll am Halo Wars spielen. Echt? Ich habe in letzter Zeit irgendwie auch wieder so Bock, irgendwie jetzt hier mal wieder ein bisschen, ne? Genau. Zeug zu createn und so. Und zu machen und ja. Zeug. Oh Mann, jetzt bin ich tot. Sowas Blödes. Fuck it! Oh ja, Zeit für die beste Waffe in ganz Halo 4. It's Hammer Time! Also, Fluch.
Oh Gott, nein, ich will noch nicht sterben. Ich hab den Hammer erst einmal benutzt und da war der Gegner schon tot. Ich hab ne Scattershot. Wow, wow, wow. Ah, ja, ja. Wie weit der wegfliegt? Oh, das hat geklappt. Wie weit der wegfliegt? Ja, da bin ich auch schon wieder tot. Skater, Skater. Aber ich finde, was ich am lustigsten finde oder am sinnlosesten eigentlich vielmehr, ist, dass sobald du auch nur einen Meter zu früh schlägst beim Hammer, fliegt einfach nur der Gegner weg und bekommt fast kaum Schaden. Das ist voll sinnlos. Fast kaum Schaden. Und das Einzige, was der Hammer macht, ist, er befördert die Leute weg von dir. Und ja, damit sie dich noch besser vorschotten können. Wow, der hat die Railgun und der ist One-Shot. Oh, hier wird scharf geschossen. Au! Oh Gott, ich bin so tot, ich bin so tot. Oh Gott sei Dank ist der nicht so schlau. Hilfe! Au, 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 au. Hier war das irgendwo. Oh Gott, Overshield! Ah. Wo? Bei Purple so irgendwie. So. Oh, ich kann mir jetzt den Sticky Detonator holen. Oh, fuck, man. Oh, fuck, ich bin tot. Just dead. I got killed. One shot. Killed yes. In action. Someone. Oh fuck. Someone finished him. And he's also one shot. In front of you. Wait, I can assist you. Yes, do this. He's weak. He's down. I killed him. Nein! One shot on my ex. Absolutely incredible Noidle power. Oh fuck, stirb. Cool. Ich habe einen Scattershot. Oh fuck. Und ich habe einen Gegner, der mich nicht mag. Warum magst du mich nicht, Gegner? Where is the enemy? Serie ist. Just explodes. Oh fuck. Lila. Au. Au. Das ist sowas Blödes. Just got him here. Oh, pick up the asshole Triffle. Oh fuck. Oh, eine Shotgun. Sehr schön. Ah! Oh, Alter, ich nenne mich selbst. Ah. So. ja. Oh Gott, da unten ist irgendwas Böses. He's dead. Da ist noch irgendwo irgendwas, aber ich hab's aus dem Augen. Ah, ja! Nicht sterben. Ah! He's not dead. Hey, der ist fast tot. Na, so, oder so. Nochmal. Ah, ja! This went very good. Watch out, there is another one. Promising Grenade. Komm! So. Haben wir ja nur alle Gegner? Tatsache, keiner ist rausgequittet. Purple! Oh, wie ist denn? Oh, René hat es. Sehr schön. Oh, lass uns. Oh nein, die haben wir schon. Nee, René hat es. Ich hab's gesehen. I've seen it. Was hat die René? Overshield. Oh, achso, perfekt. Top Gold. But he's pushing me and I will chase him down with the AR. Oh, he punched me. Was war das denn jetzt? Like a man war das. So, ne? Oh, I should. Ah, it's lagged. Ah! Ich hab eh gar nicht gerafft, wie du gestorben bist. Ich meine, ich hab nur René schlagen sehen und dann warst du plötzlich tot. Das sah irgendwie voll fail aus. Oh nein, Nila, nein! Nein! Warum laggt das jetzt hier? Das finde ich jetzt mal kontraproduktiv. Naja. Mit dem Storm Rifle! Der Kerl hat, ja. Pass auf, der da ist ja irgendwie so am Scattershot. Storm Rifle. Yes, got him. Oh, there's another one. Da kommt. Come on, Psycho. Let's kill him. I got you. Let's destroy him. Oh, watch out, they are coming. Just. Oh. My grenade hit. Nothing. This didn't went as planned. Oh, fuck. I shouldn't stay here. Oh, Grenade kill. Ordnance ready. I should. Fuck. Der will mich nicht töten. Nein, ich wurde assassinated. Hol meinen Hammer, los. Was wie? Oh Gott. Der Hammer. It's Hammer time. Wo ist er hin? Steht doch hier. Wo ist er? Nein, hier. Hä? Als Ordnance stand er da noch. Ach so. Jetzt habe ich ihn aber. Das habe ich nicht gehört. Oh, okay, perfekt. Ich habe eh noch einen. Mein Scattershot war es gar nicht. Should stuck someone. Badam, oh Gott, hinter dir ist auch Hammer! Oh Gott. Double kill! Oh Gott! Alter, du hast. Was? Wie ist das denn geschehen? Dachte, die haben funktioniert mit dem Hammer. Die haben mich nicht gesehen. Voll sneaky war ich da so unterwegs.
Yeah! Der Hammer ist wirklich offiziell die schlechteste Waffe in ganz Halo 4. Also was sie sich dabei gedacht haben, der war so gut noch in Halo 3. Noch ein Kill! Und Reach. Ich hab schon okay, 4 Kills mit dem Hammer. So oh Gott, und ich hab den Gegner aus den Augen verloren. 5 Kills! Killing Spree! Und 6! Oh, Double Kill! Oh, wie geil! Oh ja, das war immer schön in Reach, ne? Oh, Powerhouse! Am geilsten fand ich immer noch Abrissdienst. Ich glaube, den hat man auf 10 bekommen oder so. Mit Freiwild. Mal schön mit der Shotgun geholt. Stimmt, ja. Die Massaker waren alle so geil in Reach. Oh fuck, 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 fuck. Nein, 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 so machen wir das nicht. Aber so. Hahaha. Oh fuck. Oh fuck, fuck, fuck. Nein, 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 du wirst mich nicht töten. Nein, nein, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wow. Danke, Leute. Danke. Der mit dem Hammer. Hat sowas von den Arsch gerettet. Mit dem It's Hammer. Hammer. So, schön. Top. Top. Alter, du hast 28 Kills. Ui, Tatsache. Und kein Amok, so ein Mist. God damn. God damn it. This is not good. Damit. Mal sehen, wie let me look in the stats. Massaker, wenn das jetzt. Mit dem Hammer habe ich natürlich die meisten Kills gemacht. Sehr schön. Okay, dann mache ich mal hier einen Dateibrowser. So. Very nice. Okay. I think in this session we can play one game more and then we make the other session where you can cut it. You know? I agree. I totally agree. As always. That's awesome. So. Let's right just jump in the game. Yes. I totally agree. Let's pawn the enemy. Because of our huge skills. With cut in some Arnold Schwarzenegger quotations in this video. This is a very good idea. I think that's great. Have you seen my edit of Terminator? That was very funny to create. I loved it. Especially the part where he said bad idea. In the tunnel! But the problem was that not everybody has understand my joke, I think. That was a little bit blöd. What was your joke? Yes, the joke was that it's so So, das war voll ernst halt, so aufgemacht und aufgezogen und dabei war es eigentlich voll lächerlich. Ja, ich glaube, die zu wenig Leute sind da dem Neudelwahn verfallen, wie wir es sind. Mag sein. Kann man jetzt vielleicht nicht so. Letztes habe ich mal gesehen. Terminator Salvation. Ja. Keine Ahnung, der ist irgendwie so untergegangen, finde ich. Der war mal irgendwie so ein bisschen in der Werbung und sonst, aber ich habe nie wirklich jemanden groß drüber reden hören. Aber egal, zurück, back to the topic. Die haben dort end viele lustige Neudel-Quotes zum Teil reingemacht. Also, na gut, nicht end viele, aber 1, 2, 3, wo ich mir dachte, oh, lustig. Generating Lightning. Oh, wie ich mit dem Sniper einfach nicht getroffen habe jetzt gerade. Und schon wieder nicht. Oh, das ist ein Karabiner, nehme ich dir mit. Ja, ich nehme dir. Karabiner, du gehörst mir. Ciao. Oh Gott, da unten Sniper mal ein bisschen rum. Ein Enemy? Wer? I think he's dead already. I think they are coming more. Oh, oh Gott, irgendwer, Hilfe, Hilfe, nein, nein, das war mit uns. Boah, danke, der Teamshot. Mann. Stirb! Oh Gott, nein, 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 nein! Da oben in dem Gang liegt noch das Sniper, also da, wo es aufspawnt. Ich bin auch tot. Ich bin auf die Idee gekommen, mitten auf der Brücke meine Stats zu überprüfen, als ich nur noch Hälfte meiner Schilde hatte. Ja. Ja, was war halt so tut, oder? Nein, egal. Oh! Er hittet wenigstens Zeit. Was. Ich nicht, ich bin unschuldig. Ich hab das Snipe echt nicht. Ich spring sofort, zack, von hinten Kopfschuss.
They are spawned gold. Alter, ich bin voll gestorben gerade. It's pistol time. So. Ach genau, das habe ich gestern gesehen, hier euren NGQ Talk auf German Halo Nation. Der nicht so gut angekommen ist. Aber gut, der war verplant. Im Ursprünglichen hat er schon wieder rausgeschnitten, war sogar noch ein Telefonat meiner Wenigkeit drin. Da durfte er dann noch allein unterhalten. Das war ihm dann, glaube ich, zu blöd. Ich fand es eigentlich ganz entertainend. Und hab mich aber gefragt bei dem ersten Gameplay, warum du, wer auch immer, da am Anfang nur einfach mit der Magnum die ganze Zeit rumgerannt ist und versucht hat, alle tot zu punchen oder so. Das war irgendwie ein bisschen seltsam. Ich glaube, das war sogar ein Gameplay von Ish. Ich habe nicht mal 1-2 gesteuert. Das war das auf. Letzte. Auf Mono, ja, genau. Monolith oder wieder. Und da war ich auch drauf. Also so. Stimmt, ja, ich als Statist. Mich, das ich letztens gesehen. Der Statist, der auch noch Erster geworden ist. Ach, Nur ein Statist. Oh, fuck, Doppelkill. Alter, ich verkacke gerade total. Ach, verkacken ist relativ, also. Ja. Wie sagen die Kids von heute, YOLO Swag? Oh nein. Ich will dauernd umher thrusten, aber ich kann gar nicht thrusten, weil das hier Slayer Pro ist. Bin ich Pro genug? Hm. Oh Gott, ich höre einen Sniper. Das bin ich. Oh, danke, das war ja mal optimal, noch? Dass du den jetzt gefinisht hast. So. Das werde ich nämlich jetzt draufgegangen. Tatsache, wir spielen nur gegen 3. Oh fuck. Ah. Oh Gott, nein! Dass wir nicht daneben jumpen. Nein, wo, wer, was, wieso überhaupt? I've survived. Das ist shit. Perfekt. Alter. Oh nein! Fuck, da kommt ja noch einer. So ein Mist. Jetzt haben wir nur noch 2 Gegner. Aha, wir machen das schon jetzt hier. Noch wieso haben sie echt schon wieder das Join in Progress komplett rausgenommen? Wingman! Fast komplett. Das funktioniert nur noch am Anfang. Wingman. Seitenmann, Flügelmann. Wie wir sind. Krilling Frenchy! Bam. I choose you, Suppressor. Na. Boah, der Arnold ist auch richtig alt geworden, ne? Das ist mir letztes Mal so aufgefallen. Ja, stimmt, ja. Aber es irgendwie, ich habe gehört, dass Terminator 4 in. Nein, 5 ist es ja schon im Plan, und das stimmt das. Ja, aber dann machen die das wahrscheinlich so wie in. Wie hieß der nochmal, die Erlösung oder so? Salvation. Wo du das. Genau, den fand ich eigentlich auch ganz nett, aber der auch schon in der Zukunft spielt. Da kam mir dann auch ganz kurz so ein Arnie Terminator vor, aber ich glaube, der war dann einfach animiert und so, das mit CGI und dann. Ja, der Auftritt war. Es war toll, dass er da war, aber er war jetzt nicht irgendwie spektakulär, ne? Ja. Aber wieso können die nicht einfach quitten? Oh Mann. Never surrender, sag ich da nur. You got a point, sir. Zack, bam. Ich hab nur einen Schuss in der Snipe. Ja, just hit him, but not in the head. Oh fuck. Yes. Someone has finished me. Oh, ich hab den Jump verkackt. No. So, wiederholen wir das einfach nochmal. Hoppa, sehr schön. Hey, jetzt macht doch jemand nicht so einen Stress. Alter, warum spawnen die auf 2 verschiedenen Seiten? Das finde ich irgendwie nicht. Die haben keine Chance, die sollen endlich ausquitten. Einer ist schon noch mehr gequittet, so der letzte hier. Au, nein, ich werde jetzt nicht noch sterben. Nein! Aber es geht doch eh nur noch bis 500, oder nicht? Bei Slayer Pro, ich meine schon. Oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube eher, dass es immer noch bis. Oder? Ich weiß nicht, das sieht noch so leer aus, die Geister. So. Wo ist
denn hier mal. Also ich habe jetzt hier so einen schönen Karabiner. Das wäre mal geil. Irgendwie. Hello, Cutie Pie. One of us is in deep trouble. Oh, Rosé hier ist. Fuck, I will die. Oh. Unnötig. Damn it. Das ist bei Blau. I will revenge. Blau. Avenge. Ach, was weiß ich. Your death. yeah. Of course. This is what I meant. Just stuck. Fuck! Schon wieder! Schon das zweite Mal jetzt! Wieso werde ich da gesniped von unserem eigenen Team? Das ist dieser komische Russe. Oh, hier ist der Team-Damage sogar an. Hoppla, hoppla! Na, ups. Just Victory right there. Yeah, as suspected, expected, sorry. Yes. My English skills have got very bad in the last few days. No. It's very well. So, we I just quit know. Out here. And I think we should say goodbye for this video. Thing. Yes, make yeah, this. I totally agree. Again. Okay, dann wechseln wir doch nochmal zu Deutsch, so. Ich glaube, das war jetzt eins von vielen, vielen großartigen Geschöpfen, möchte man schon fast sagen, Schaffungen, die wir jetzt hier wieder getätigt haben. Und, ja, schlussendlich mal wieder. Und ich würde sagen, Randomness ist back und so, und jetzt geht das hier los. Weißt du, was mir auffällt und einfällt, was wir auch noch machen müssen? Wir müssen noch unser Anniversary Let's Play vollenden. Das, ja, durchaus, das machen wir dann noch. Glaube ich, irgendwann. Okay. Also gut. Dann würde ich dann mal sagen, ja. Ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen, genau.